Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Runde Minecraft. Und ja, ich hatte richtig Bock und da dachte ich mir, nimm's halt doch mal wieder ein bisschen was auf. Ist jetzt auch schon ein bisschen später, wir haben jetzt 10 vor 1 in der Nacht. Ja, die letzte Aufnahmesession liegt gar nicht so weit zurück. Entschuldigung, nämlich heute Morgen. Ich weiß nicht warum, momentan habe ich relativ viel Zeit wieder zum Aufnehmen. Und da dachte ich mir, weißt du was, wenn du doch die Zeit hast, ne? Sei doch nicht doof. Und mach doch was aus dieser Zeit. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache was aus der Zeit. Haben wir Glowstones? Ich habe natürlich noch mal ein bisschen vorher geguckt und geschaut. Wir machen jetzt nicht viele Runden für diese Aufnahme. Nur ein bisschen. Wo haben wir Glowstones nochmal hin? War das beim Redstone? Oder bei den Erzen? Bei den Erzen. Ich mache erstmal zwei. Weil ich ehrlich gesagt nicht mehr jetzt weiß, wo ich die anderen platziert habe. Ich weiß aber, wo ich diese beiden hier platziert habe. Und das würde ich jetzt mal gerne machen. Mal eben. Ich hoffe, ich bin noch nicht zu dösig für diese Aufnahme. Zack, zack. So, damit wir hier auch ein bisschen was haben. Habe ich Erde. Ne, aber dafür das. Gut, reicht auch. So, dann wie machen wir das? So. Nein, das war zu viel. Entschuldigung. So und. Oh, reicht auch. Das ist gut. So, dann machen wir nämlich das hier. Damit es schöner aussieht. Das Gestrüpp packen wir weg, sofern es uns möglich ist. Ist die Musik zu laut? Ich finde Lonely Man so schön. Pass mal auf, jetzt habe ich hier noch Zaun. Dann mache ich das mal eben schnell, damit ich weiß, wohin die Reise geht. Oder damit ihr auch vor allen Dingen wisst, wohin die Reise geht. Obwohl, ihr wisst es doch, ihr habt es doch gesehen in meiner Let's Show Welt. Aber trotzdem. Habe ich jetzt keine Zäune mehr? Ernsthaft? Ich habe keine. Was? Alter, ist das laut. Alter. Ein bisschen Rassismus muss auch sein, ne? Nein, natürlich nicht. Obwohl, das ist lustig, das erlaubt Rassismus. Natürlich ist kein Rassismus wirklich erlaubt, liebe Leute. Ne? Bitte jetzt nicht irgendwie getiltet sein, es ist nur Spaß. So, geh mal hin und mach mal eben schnell. Ich bin wie gesagt hier 10 vor 1, eigentlich sollte ich schon längst im Bett sein, weil ich eigentlich morgen früh aufstehen wollte und aufnehmen wollte, aber... ich weiß nicht. So, und... War das jetzt überhaupt richtig? Ja, weil hier einer fehlt, ne? Super. Hast du wieder gut hingekriegt. Guck mal hier. So wird ein Schuh draus. Jetzt gehen wir mal her. So. Ja, ist schon okay. Ist doch okay, oder? War das jetzt überhaupt so? Ist ja auch vollkommen egal. Ich mach einfach mal. Alter, ist das dunkel hier. Das ist ja richtig mega. Alter, die Musik, ne? Ja. Oh, auch gut. So, ich habe das hier mit Akazienholz gemacht. Diese Trennwand. Weiß ich nicht. Sollen wir Akazienholz mal probieren? Fändet ihr das okay? Ja, müsst ihr mal sagen. Beziehungsweise, Quatsch, ich mach das einfach. Finde ich das okay? Ja, ist mir egal, was du sagst. So, und hier habe ich das falsch gemacht. Ich habe nochmal nachgeguckt. Wir müssen hier tatsächlich dicht machen, denn hier kommt die nächste Treppe hin, nach oben. Ja, ebenso wie hier. Das tut mir leid, da muss ich wieder zumachen. Aber ich meine, ich habe es ja in der letzten Folge sogar angekündigt. Meine ich jetzt jedenfalls, oder? Ich glaube schon. So. Pass auf. So. Und so. Und dann hier nochmal ein Treppchen. Und damit wir auch hier oben ankommen. So. Das sieht alles richtig schön aus, ich weiß. Obwohl, sieht doch schon schön aus. Aber ich frage mich... Nee, komm, ist schon okay. Die Holzvielfalt... Und hier reizt es mich dann auch schon an solchen Stellen, reizt mich dann tatsächlich live in the woods. Na, frei dem Motto, pass mal auf.
Was könnte man hier alles machen? Alter. Aber dazu später, wenn ich den PC habe mehr. Nö. So, jetzt habe ich wieder vergessen, wie ich das hier mache. Meh. So, ach, ist das schön. Lalala. So, hier wird das richtig hoch. Da kann man von hier oben auch rausgucken. Also hier an der hinten, hier so. Das wird schön. Ich weiß nicht, warum ich so verliebt bin in dieses Gebäude hier. Aber doch, ich mag das Gebäude. Aber es ist dunkel. Ich habe schon wieder kein Bett. Hilfe! Wo so dunkel ist es, oder? Doch, ein bisschen dunkel ist es. Und der Leuchtturm, guck mal hier. Der Leuchtturm. Er leuchtet. Und drumherum. Rundum am Leuchten. Was für ein Leuchtturm jetzt. Ist nicht unbedingt so typisch, aber ist egal. So, und ich habe auch diese Folge, die jetzt ausgestrahlt wird. Die ist ja halt, ne? Wir haben ja heute also den 15. haben wir heute. Also ich habe ungefähr für mehrere Tage im Voraus aufgenommen. Das heißt, ich kann jetzt erst auf die Kommentare von vor ein paar Tagen antworten. Ja? Und hier in Minecraft oder generell ist es ja eigentlich so, leider, dass ich da wirklich nur einen einzigen habe, der eigentlich immer regelmäßig schreibt. Und dafür danke ich ihn auch sehr. Das ist der liebe Shadowwolf. Lieben Dank an dieser Stelle an dich. Was wäre ich ohne dich jetzt mal ganz im Ernst? Du hast mir vorgeschlagen, Shadowwolf, dass ich jetzt eventuell das ein oder andere politische Thema aufgreifen soll, weil ich ja gesagt habe, ich weiß nicht, was ich sagen soll. In Sachen Politik, ich habe es jetzt schon geschrieben in den Kommentaren, aber ich sage es dir auch nochmal. Ich. Nee, das ist doch falsch. Das ist doch komplett. Das ist doch hier kaputt. Das ist doch falsch. Wie gesagt, in Sachen Politik, da verrenne ich mich immer ein bisschen. Also ich glaube nicht, dass ich das möchte. Also ganz. Das ist doch da hinten auch falsch. Oder? Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Jetzt muss ich warten. Pass auf. Wenn ich das kaputt mache. Also wie gesagt, politische Themen sehr ungern. Relativ. Ach du Scheiße. Yeah, komm mal raus. Komm mal raus. Komm her. Komm her. Junge, komm mal her. Jung. Komm mal her. Hallo? Kuckuck. Alter, wie krieg ich den jetzt hier raus, ey? Creeper! Komm her. Ja, komm. Ja, komm. Nein, 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 nein. Hier bin ich. Hier. Hier. Boah, bist du dumm. Kommst du her? Creeper? Hallo? Hallo Creeper. Hallo. Uah. Du Schande. Und schnell weg, hoch. Hopp, hopp. Schnell weg. Ja, komm her. So, oh mein Gott. Ich bin gefallen. Nein, nicht explodieren. Nein, 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 nein. Böse. Böse, böse, böse. Alter. Raucht einfach so ein Creeper hier hin. Okay, jetzt habe ich wieder komplett Faden verloren. Genau. Politische Themen eher weniger. Ja, nicht, dass ich jetzt halt politisch desinteressiert bin, absolut gar nicht. Im Gegenteil. Aber das Problem ist eigentlich, das hat mir mein bester Kumpel erklärt mal, der hat gesagt, pass mal auf. Jetzt stell dir mal vor, die Zuschauer, Schüler und. Warum ist das denn hier so zerklüftet? Schüler. Ja, Schüler, Arbeit und so weiter. Kommst von der Schule und oder von der Arbeit nach Hause. Denkst du dir so, jetzt mal in Runde ein bisschen, in Ruhe eine kleine Runde Let's Plays schauen. Ja, schaust du mal, was hat denn der Nemesis? Ah, okay, Minecraft, ja, ist ja ein bisschen, ne, leichte Kost und so weiter. Ich habe genug vom scheiß Alltag, ich will ein bisschen abschalten. So, dann macht er den Let's Play an und dann redet der Nemesis hier wieder von irgendwelchen, ja, tatsächlich aktuellen politischen Themen. Da denkst du dir doch auch, der abschalten will, dieses Alter, ernsthaft jetzt, ne? Ich will abschalten von dem scheiß Alltag hier und dann kommt er mit Politik an. Also ich kann das schon verstehen, diesen Einwand. Ja? Und Politik ist ja auch selten etwas, wo man sich darüber erfreuen kann. Ja, Politik ist ja im Allgemeinen immer so ein, ja, so ein Ärgerthema, wo man sich halt darüber ärgert, über die unfähigen Politiker und das unfähige System, das ungerechte System
Und ach, und die Merkel wieder, die Böse, und der Seehofer ist sowieso so ein Idiot. Und hast du die von der Leyen gesehen, was die heute wieder anhatte, die alle Sumpfkuh und die AfD, ach, diese Scheiß-Rechtspartei. Und gut, okay, da sage ich jetzt nicht großartig mehr zu. Nö, AfD ist ja halt, ist halt sogar einmal so betitelt worden und tatsächlich ist er dann halt so komplett gebündelt, vereinigt, sind sie dann rausgestampft, total beleidigt. Ja, von wegen, wer alles auszahlen kann, muss auch einstecken können. Und jetzt rede ich ja tatsächlich schon wieder von der AfD. Ich glaube das nicht. Siehst du, Shadow? Das meinte ich eigentlich. Ursprünglich. Wenn ich einmal anfange, von Politik zu reden, sage ich schon mal, ne, ich will das nicht. Ich will nicht über Politik reden. Ich will, weil, hast du letztes Mal gesehen auch. Und dann fange ich an. Und dann, oh, da hat es kein Ende. Oh, nee. Ich möchte viel lieber über Filme, Serien und so weiter reden. Da gibt es jetzt tatsächlich schon wieder einige Neuigkeiten. Beziehungsweise, was heißt Neuigkeiten? Also schon einige interessante Themen, die ich gerne ansprechen würde. Wobei das wieder in die Nerd-Richtung geht, hier von wegen, ja, die fünfte Staffel von Flash kommt bald. Und da freue ich mich auch schon drauf, ne? Also bin ja voll der Flash-Fan. Aber von der Serie jetzt, nicht vom Film. Also der Flash in Justice League, der war lustig. An und für sich ein lustiger Charakter, aber ich finde es schade, dass sie den nicht irgendwie, naja gut, vielleicht nicht denselben Schauspieler wie von der Serie. Keine Ahnung, wie das da halt rein rechtlich gesehen machbar ist. Oder halt auch von der Zeit her und von Arbeit und Aufwand her. Aber was ich finde sehr, man hätte ja zumindest, das brauche ich nicht, man hätte zumindest die Art und Weise, wie man Barry Allen hinstellt, also Flash Barry Allen, wie man den hinstellt. Ja, halt ein bisschen mehr so an den Seriencharakter anpassen sollen. Wenn man schon nicht denselben Schauspieler nimmt, dann zumindest ein bisschen das Verhalten. Ja, und weiß nicht, wer sich halt damit auskennt und so weiter, wer sich generell mit Superheldenfilmen auskennt und oder Serien. Ich finde, DC wollte zu sehr in die, ja, Kerbe einschlagen, in die Marvel mit Spider-Man eingeschlagen hat. Mit diesen kleinen, jungen, tapsigen, ja, Sprücheklopfer. Ja, ziemlich lustig und ziemlich ja, familien- und kindergerecht. Und ich finde, das ist so, ist nicht der Flash, den man aus der Serie kennt. Ja, das passt auf einen Spider-Man, der sowieso halt seine Sprüche droppt und halt auch jung und tapsig ist und finde ich ja süß und lustig und alles. Aber ja, beim Flash, man hat schon gemerkt, DC wollte unbedingt nachziehen. Ja, mit dieser Art und Weise, wie man halt diverse Charaktere verkörpert, finde ich, ist in eine komplett falsche Richtung gegangen. Meine persönliche Meinung. Ich hätte es anders gemacht. Ich hätte es mir anders gewünscht. Aber gut, man kann ja nicht alles haben. Schwarzpulver brauche ich momentan nicht. Feuerzeug lasse ich. Auch wieder so ein ewiges Streitthema. Genau wie diese ganzen, ja, die ganzen Leute. Boah, da könnte ich wirklich ausholen, ne? Aber nicht mehr in dieser Folge. Aber ich glaube, in der nächsten Folge mache ich das. Das heißt, in der nächsten Folge, ich mache das jetzt gleich hier. Und ich hoffe, wie gesagt, ich hatte es schon mal erwähnt, ich werde jetzt. Und nee, das erkläre ich auch in der nächsten Folge. Warum auch immer. Jetzt, ich drücke mich ein bisschen. Was muss ich denn machen hier? Ich würde erstmal sagen, den Boden legen, oder? Habe ich den Boden komplett gelegt? Habe ich den schon gelegt? Also auf diese Etage hier. Ja, sieht gut aus. Jedoch, ja, ich habe den hier gelegt. Das heißt, ich müsste eigentlich jetzt quasi Goreng, nein, quasi das Dach machen. Gut, dann fange ich mal jetzt mit dem Dach an. So, pass auf. Ja, guck mal hier. Ja, und Uhu, hä? Guck mal. Hä? Habe ich das nicht wunderschön hingekriegt? Weiß ich gar nicht. Habe ich das schön hingekriegt? Nein, das habe ich nicht schön hingekriegt. Es bleibt doch hier. Gut. So, so. 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 Hallo. Das gibt's doch nicht. Ja, geht doch. Und so. Und hier nochmal. Und da. Nein. Komm schon. Boah, das ist doch nicht wie ein Fluch. Ui, mit dem Dach, da werde ich Späßchen haben. So, guck mal.
Jetzt erkennt man langsam, dass es... Autsch, ein Dach wird. Erkennt man's? Oh ja. Oh ja, das erkennt... Hier ist viel zu wenig Sonne. Das ist blöd. Wir müssen hier definitiv Lichtspender irgendwie an den Mann bringen. Na, doof. Wie mache ich das denn am besten? Ich werde mir irgendwas einfallen lassen. So Lightstone-Laternen und so weiter, aber... Warte mal. Ich gehe mal hier ein bisschen hin. Kann ich das so machen? So. Ja, sollte funktionieren. Ja, korrekt. Oh, korrekt. Was sage ich?